Ein Tentachar scheint. Das Zubat der Meere. Ein Tentachar scheint. Das Zubat der Meere. Okay, wir sind angekommen. Segelschiff holen und dann wozu brauchen wir ein Segelschiff, wenn wir mal selber fahren können. Okay, hier können wir nicht rein. Pokémon Markt. Willkommen. Ein paar Supertanker kaufen. Okay, Beleber, ich brauche einen Beleber. Hey, von jetzt Beleber brauchen wir mehr. Verdammt. Hauptsache Pokémon Tränke. Hau nicht ab. Manchmal glaube ich, dass die Auswahl an Items jedes Jahr kleiner wird. Ich glaube sogar die Verkäufer ist ein Kleptomane. Aha. Okay. Ich finde es irgendwie beruhigend, in der Nähe des Polizei-HQs zu wohnen. Was, wenn eines Tages ein Verbrecher von dort ausbricht? Ach, wenn du wüsstest. Was meinst du damit? Nicht so wichtig, vergiss, was ich gesagt und habe, und ich bin auch nicht gerade ausgebrochen. Okay, ein Gym. Port Coruscant Establishment. Aua, pass doch auf. Hey, sind Sie nicht Zweigis Mutter? Nein. Minderjährige haben hier nichts zu suchen. Okay, wir kommen da nicht rein. Okay. Hey Mike, du musst mir unbedingt helfen. Zwecki hier geht mir langsam auf die Nerven. Ey, gar nicht. Ständig verfolgt er mich. Kannst du dich nicht mal um ihn kümmern? Warum frag ich überhaupt? Natürlich willst du. Beziehungsweise ich will, dass du das willst. Ende der Diskussion. Hallo ich. Natürlich, was will ich mit Zwecki? Bist du zu irgendwas gut? Seht dort, dort ist sie. Schnell schnappt sie euch, bevor sie mit ihrem Shiggy davonflieht. Aber Shiggys können doch gar nicht fliegen. Es ist ein Zauber-Shiggy. Oh nein, sie hat ein Zauber-Shiggy. Schnell in Deckung. Was zum... Egal, Zwecki, ich brauche kurz eine Hilfe. Versuch sie irgendwie aufzuhalten. Passt auf, ihr Polizisten, ich habe einen Ohm aus dem Eis. Das macht euch fertig. Ah, rennt um euer Leben. Okay. Wird man zu Pokémon Gym. Huh, das war ja knapp. Entschuldige, ich hätte besser aufpassen müssen. Du wirst zum Arena-Alter, ist momentan nicht da, aber vielleicht kann ich dir helfen. Nein, danke, ich habe kein Interesse an Orden. Mein Ziel ist bloß das Ehe und die Pokémon zurückzuholen. Hä? Nicht so wichtig. Tut mir leid, ich heiße Fabian. Ich habe also kein Ehe, das ich dir leihen könnte. Verdammt, dachte ich mir schon, dass wir hier nicht weiterkommen. Ich hasse die Polizisten von Feuergrün. Sie wollen immer nur unser Bestes, aber das kriegen sie nicht. Ah ja. Und Pokémon Center. Sollten wir mal rein.
Es wird von Tag zu Tag schwerer, ich auch. Tja, da sagt er was. ja. Leidiges Thema. Lass mich in Ruhe, hier läuft gerade Pokémon. Guckst du etwa den ganzen Tag fern? Na und? Lieber Fernseh faul als radioaktiv. Oh Gott. Oh Gott. Den fand ich. Den fand ich echt der König der Flachwitze. Der schlechten Witze. Das ist selbst. Ich fand den schlecht. Das ist. Ich muss dringend auf Klo, aber bei Pokémon Grafiken gibt es keine Toiletten. Wenn ich Nintendo in die Finger kriege. Tja. Verschlüsse? Schlechte Witzallergie. Die hat echt verschissen. Meineke ist Trainer, genau wie du. Sie trainiert Pokémon, genau wie du. Denn sie ist Pokémon-Trainer, genau wie du. Ah ja, hier gibt es noch ein Item. Ein Pokéball. Okay, geht's in die Höhle. Hier gibt es ein Item. Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht. Ich habe den Bau für das Pokémon Center in der Stadt finanziert. Leider hatte ich nicht genug Geld für das Obergeschoss. Die Pokémon sind aufgeheilt, die brauchen nichts. Nur kein Besuch im Pokémon Center. Das wird man vielleicht trotzdem mal machen, weil das speichert dann nur, sondern. Ich liebe die Farbe Orange, das ist der einzige Grund, warum ich hierher gezogen bin. Sieh, dass das der einzige Grund ist? Ja, das liegt nur an der Farbe, hat nichts mit den Freizeitgestaltungen zu tun. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gesehen hier in der Stadt. Ins Pokémon Gym kommen wir nicht rein. Ein Schutzitem. Hier gibt es eine Höhle, also, naja, rein dort. Betreten des Schalters verboten. Hoffentlich habe ich jetzt nichts kaputt gemacht. Oh nein, du hast doch nicht etwa den Schalter gedrückt. Jetzt wird die gesamte Welt untergehen. Ah, du bist schuld. Okay. Nein, die Welt geht nicht unter. Nicht heute. Ich bin extra den ganzen Weg durch Mount Kesmi gegangen, nur um gegen den Arena-Netzer zu kämpfen. Doch jetzt ist er weg. Jetzt ist er nicht da. Hallo. Soll ich den Pokémon wieder heilen? Ja, mach mal lieber. Über den K.O. gehen kommen wir hier hinein. Jeder Wanderer liebe ich Gesteins-Pokémon. Sie sind sowohl runder als auch schwerer als ich. Das ist echt toll für das Selbstbewusstsein, zu wissen, dass es noch schlimmer geht. Da hat RTL seine Kunden her. Ich bin letztens einfach mal aus Neugier in das Haus ganz rechts gegangen. Dort bekam ich den Schock meines Lebens. Okay. Jumpscare. Haus ganz rechts. Ist eigentlich das hier. Hier kann ich nicht rein. Haus ganz rechts. Pokémon Markt. Der meinte wohl den. Das ist nun ja Freudenhaus wahrscheinlich. Der ist established worden. Hier kann man nicht rein. Tja, meint sowohl das Haus. So, dann können wir jetzt mal weiter. Haben wir in der Stadt hier alles gesehen? Hier geht's weiter.
Mount Kasmi Tunnel. Was ist denn da für ein beleuchteter Kreis um mich herum? Kommt das von dem Scheinwerfer oder was? Am besten ich suche mal den Typ hier, der den Scheinwerfer bedient. Dann kann ich ihm mal sagen, dass er den beleuchteten Bereich größer machen soll. Da sind wir. Zurück in der Höhle. Willkommen zu einem neuen Part. Oder zum letzten Part. Es geht weiter. Je nachdem, wie ich das geschnitten habe. Wir sind hier mit einem kleinen Lichtkreis in der Höhle. Okay, hier ist ein Item. Zweimal Supertank. Okay, Blitz können wir nicht einsetzen, oder? Blitz haben wir nicht, wir haben Schneepiker. Schneepiker kann doch kein Blitz. Wiederaufbau und Deckel. Okay, müssen wir wahrscheinlich die Treppe runter. Ein wildes Kleinstein erscheint. Los, Flucht. Oh, steht jemand. Der hat eine Laterne. Hi. Bist du dieser Scheinwerfer-Typ? Nein, ich habe mir nur ein leuchtendes Fass um den Bauch geschnürt. Natürlich ist es ein Scheinwerfer. Dann mach diesen beleuchteten Kreis mal größer. So kann ich doch nie von den Polizisten fliehen. Was? Nicht so wichtig, mach einfach den Kreis größer. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das bisschen hilft mir gar nicht. Okay, dann mache ich den Kreis eben noch größer. Du kapierst es nicht. Kann das sein? Ist dir gut, lass mich bloß in Ruhe. Ist das immer noch nicht genug? Wenn du willst, kann ich dich gleich durch den Tunnel tragen. Aber nur, wenn du mich dann endlich in Ruhe lässt. Ha, das hättest du wohl gern, was? Ah, schade. Ich dachte, das trägt uns jetzt durch den Tunnel. Das nächste Item. Ein wildes Zubat erscheint. Ja. Flucht. Mike findet Tank. So. Den will Pokémon fliehen. Haben wir zufällig noch irgendwo ein Schutz-Item? Schutz. Eins haben wir. Stärke. So ein Mist kommen da jetzt lang. Tja. Ziehen wir auch genügend dem großen Scheinwerfer nicht. So. Das hier, dann das hier, dann. Wie kommen wir da lang? Wie schieben wir es am dümmsten? Ich würde versuchen erstmal hier. Dann was auch immer das bringen soll. Hier. Da kommen wir dann aber auch nicht mehr weiter. So vielleicht. Ah, ja. Genau so. Schutz wirkt nicht mehr, verdammt. Das ist noch ein Item, was ich holen will. Schutz-Item.
Nice. Und gleich in ein wildes Pokémon geraten. Weiter mit Schutz. Oh, ein Wanderer. Ist dir schon mal aufgefallen, dass diese Felsen wieder an ihrem Ausgangspunkt sind, wenn du die Leiter benutzt? Ich bin derjenige, der sie wieder zurückschiebt. Sollst du mir danken? Warum? Okay, danke, aber warum? Der sie wieder zurückschiebt. Okay. Dann besiegen wir den mal. Mit unserem coolen Chili. Sonnenbrillen-Chili. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht die Hürde. Mit Trainer unterwegs haben wahrscheinlich noch nicht so die stärksten. Wanderer setzt das nächste Pokémon. Nee, ich will weiterkämpfen. Nur noch ein paar Erfahrungspunkte kriegen, müsste bei dir Entwicklung kommen. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Dann schieb mal zurück. Wie auch mal das schafft. Schutz wirkt nicht mehr. Okay, lass uns kurz mal überlegen, bevor wir was machen. Wenn wir den dritten Stein, wenn wir den Stein hier als erstes bewegen. Sind die beiden blockiert? Ich sehe da keiner. Da rechts und links. Eventuell. So, aber dann können wir, den können wir nicht schieben. Das ist dumm. Ich verstehe es nicht. Das ist verdammt anstrengend, weißt du das? Ja, sorry. So, wie verschieben wir das jetzt? Die Rätsel sind auch nicht gerade leicht. Das erfordert einige mentale. Anstrengung. Da kommen wir irgendwie nicht durch, oder? Ist hier irgendwo. Nee, kommen wir überall nicht durch. Was müssen wir machen, um da durchzukommen? Das wird gerade schon mal nichts gemacht. Aber wir können ja nicht. Das macht ja absolut keinen Sinn. Das können wir auch nicht schieben. Wenn wir den jetzt schieben, können wir da lang, aber was das ist. Ah, okay, Sekunde, ich habe eine Idee. Wenn wir den jetzt hier schieben, können wir den hier lang schieben und dann können wir hier den dort lang. Ah, okay, ja. Das hat ein bisschen gebraucht. Warte, gibt es vielleicht noch was? Ne, gibt es nichts.
Nur ein wildes Pokémon, ein wildes Zubat. Das sah mir schon fast nach Ausgang aus. Das müsste jetzt so. Da kommen wir nicht lang. Jetzt ist er klar. Das verschieben. Und können den Stein nach hier verschieben. Dann können wir den Stein nach hier verschieben. Dann können wir den Stein nach dort verschieben. Und dann können wir hier so durch. Ganz genau. Langsam wird's. Nächster Trainer. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Wie ist das möglich, sich hier in dieser Höhle zu verirren? Eine gute Frage. Stärke ist nicht sehr effektiv. Dann machen wir mal auch Beknabber. Das ist normalerweise sehr effektiv. Ich kämpfe mit Shigi weiter. Schneepika können wir auch mal einsetzen, aber ja. Level 5. Ja, kannst du mal versuchen. Level 17, ja. Epitelle haben. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Wir haben verschissen. Gegen einen Kleinstein. In der Höhle. Und Beleber auf Schicki. Alter Schwede. So Aquaknarre, na komm. Das wäre eine schwere Geburt. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich fürchte nach oben. Ne, nach unten. Sorry. Von dort aus nach oben und dann. Ja. Wenn er sich verirren kann, ist auch ein. Ist mir ein Rätsel. Okay, wo sind wir hingeraten? Wir führen uns ja auch noch. Okay, noch so ein Rätsel. Und jetzt hier. Instinktiv würde ich erstmal den hier schieben. Das bringt uns gar nichts. Wenn wir hier drüben was schieben. Schutz-Items sind schon wertvolle Sachen. Vielleicht so. Nee. Da geht's zu was hier.
Achso, jetzt können wir den hier und den dort. Und wozu gibt es den dort? Den einen Felsen. Den hier. Ist dazwischen, dann können wir den doch dort weiterschieben, oder? Durch mit dir. Das ist ein weiterer Trainer, das heißt, hier muss es richtig sein. Dann gucken wir erstmal nach oben. Das ist ein Zubatz. Und Kleinsteins. Schutz-Items habe ich keine mehr. Leider nicht. Jetzt hoch. Aha. Nicht mit dem Trainer lang. Ich will auch mich noch. Kann man sich wohl in der Höhle verloren? Ach, hier sind wir jetzt, oder was? Ach, du Schande. Wie kommen wir da jetzt runter? Einfach mal probieren. Probieren geht über Studieren. Und auch nicht. So, dann halt hier lang. Wenn es hier irgendwo ein Schutz-Item gäbe, das wäre schon echt nicht schlecht. Finde ich echt ordentlich. Langsam nervt's. Wir sind im Kreis gelaufen. Das freut einen doch sehr. Das war eine ganz schön lange Zeit ohne Pokémon. Schutz-Items, hoffentlich Schutz-Items. Superball. Superball. Sonnenwurmbahn. Schöne Items, aber. Ja. Ich kann was anderes trinken. Da. Noch ein Sonderbonbon. Dann heben wir uns auf bis zum Schluss. Und da haben wir dann 99 Sonderbonbons und dann können wir Schigi noch auf Level. Oder Schneepike noch auf Level 100 leveln. Höhenausgang. Mount Kesmi Gipfel. Okay. Mount Kesmi Gipfel. Ah, okay. Jetzt finden wir das legendäre Pokémon hier. Oh, ein Rayquaza. Dem Stein steht etwas. Erst wenn die Zeit gekommen ist. Was das wohl zu bedeuten hat.